aus dem Speedrun weiß ich, ich weiß nicht wo und wann und in welchem Zusammenhang, aber aus dem Speedrun weiß ich, dass es noch einen Charakter gibt namens Arti, den wir wohl in unser Team bekommen. Und bin echt gespannt. Also Lexis wird unser Team auch wieder verlassen. So viel ist klar, aber Lexis hat auch jetzt keine besondere Rüstung. Guy hat jetzt das gute Schwert. Das ist das Outro. Darüber bin ich massiv glücklich. Das war der Tempel. Von da bin ich gekommen, ne? Oh, Lavaklotz. Bitte nicht alle flüchten. Und es flüchten alle. Ah. Das ist doch doof. Dann geht's nach Cordoba, die zerstörte Stadt. Und trotzdem... Für 20 Goldmünzen darf ich in einem Open-Air-Hotel übernachten. Das ist gar kein Problem. Und dann kann ich... hier erstmal speichern. Jo. Da war der nächste Turm. Das war hier rechts rum, ne? Königsgoblin. Wusch. Und die anderen Viecher waren Orks, ne? Ja, manche Monster droppen ja auch immer noch die Waffen und so, ne? Hier gerade durch. Jo, so war das. Jawohl! Wow, Nostalgie beim Retro-Spiele spielen. Indem man die Nostalgie nochmal durchlebt, dass man das erst vor kurzem alles gespielt hat. In Anführungszeichen vor kurzem. Ich meine, ist ja teilweise ein halbes Jahr her. Ich habe sogar Jahresanfang, ne? Also fast ein Dreivierteljahr ist das her, dass ich das gespielt habe. So, den Anfang jetzt von Lufia und, ne? Krass. Nee, da gibt es noch eine Höhle. Sand Golem. Oh, der ist schon ein bisschen heftiger. Guck mal. Der kann schon mehr einstecken. Da ist noch eine Brücke. Da geht's zu dem Turm. Oh, die Wispies, die waren auch mal richtig kacke. Und jetzt freue mich, die einfach weg war. Wusch, wusch. Das Schöne ist, die droppen alle auch nochmal so das ein oder andere Item. Ja. Achso, ich wollte auch irgendwo nochmal in so ein Stadtdorf-Ding irgendwo rein und wollte gucken wegen Magie kaufen. Magic wollte ich kaufen. Maxim braucht einen Feuerzauber. Wow, da hat sich gerade ganz kurz das Spiel aufgehangen. Das ist sehr ungünstig. Aber wir haben nichts verpasst, der Kampf geht weiter, alles cool. Oha, das ist mir auch noch nicht passiert. Spannend. Ich wollte Magic kaufen, ne? Magic.
Naja, erstmal ein paar Whiskys wegmachen. Ich glaube, hier kann ich doch bestimmt, in den Königreichen konnte ich doch auch Magie kaufen. Also hier kann ich mich erstmal healen. Ja, moin. Dann bin ich wieder fresh unterwegs. Dann ist hier ein Schob. Ja, gibt leider hier nur Waffen und Rüstung. Und nichts für Lexis? Ja, toll. Willkommen, willkommen! Ja, nee, nix Magie. Schade. Da kann ich auch noch speichern. Warte mal hier. Ja. Das ist die Küche. Da ist nichts. Ich kann hier keine Magie kaufen. Schade. Das war die Brückenhöhle. Von da kam ich ja. Ein Kampfohr. Er kommt ganz allein auf mich zu. Okay. Da ist nur diese Höhle. Diese Höhle da. Jetzt haben wir schon einen Dreierverbund Kampforks. Okidoki. Ach ja, hinter dem Turm ging es weiter. Dann haben wir einen Riesenorg und einen Kampforg. Zack, zack. Busch, busch. Erledigt. Hinter dem Turm. Hier geht's lang. Wollte gerade sagen. Wie? Weg versperrt. Nö. Sehe ich nicht. Schlagbaum. Ja, die können schon ein bisschen mehr einstecken. Die müssten eigentlich gegen das Glutschwert und gegen das Feuerschwert vor allem, also beides, empfindlich sein. Weil Baum und Feuer und ne, Holz. Aber gut, das weiß ich schon. Da. Okay, ich glaube, jetzt komme ich wirklich nur noch weiter, indem ich mich warpe. Gab es hier irgendwo einen Magieladen? Jetzt habe ich habe schon wieder vergessen, dass ich Magie kaufen wollte. Magie kaufen. Ich brauche Feuermagie. Leute. Vielleicht ist es auch einfach jetzt schon zu spät für mich, weil wir haben es jetzt spätabend. Also, so nach 9. Vielleicht ist mein Kopf gerade nicht ganz so da bei der Sache. Und, ich hatte einen ereignisreichen Tag.
Also ich gucke, ob der Zauber hat. Nee, der hat nur Ware. Okay, das bringt mir gar nichts. Gar nichts. Dann mache ich mich jetzt quasi erstmal auf den Weg in Richtung sicheren Hafen. Wortwörtlich. Zu meiner Hafenstadt. Und hier ist auch ein Shop. Ware Waffenrüstung, aber Zauber hat er nicht. Keine Zauber, keine Zauber. Schade, schade. Ich glaube grundsätzlich die paar Goldmünzen, die ich da verbrate, um mal so ein Schläfchen zu halten, sind zum komplett heilen, eigentlich sind es doch, das sind 20 Münzen, also wirklich. Kauf davon Items, um dich richtig hoch zu heilen, das reicht nicht. So. Oh. Mythos. Ich begebe mich zum Speichern. Ach, hier. Begebe mich zum Speichern. Und damit ist diese Aufnahmesession für mich auch beendet. Naja. Nächstes ist von Level 28 auf Level 30 gekommen. Maxim auf Level 36. Ein bisschen hochleveln muss ich noch. Aber nicht mehr heute. Alles klar.